Guten Morgen zu diesem heutigen Live. Ich habe ja dieses Live von 8 Uhr auf 11 Uhr verschoben und ich erzähle auch gleich, warum. Jetzt warte ich mal, ob jemand reinkommt, ob jemand Zeit findet um 11 Uhr. Und ich habe ja dieses Live, ich glaube, vor einer Woche angekündigt. Und zwar die Energiesprache des weiblichen Zyklus. Und ich freue mich so unglaublich über dieses Thema, ein bisschen mit euch reden zu dürfen. Und selbst wenn ich allein beim Live bin, ich speichere es auf alle Fälle ab. Und ich weiß, dass 11 Uhr für die allermeisten natürlich eine Arbeitszeit ist. Ist mir völlig bewusst. Darum wollte ich es eigentlich auch auf 8 Uhr legen. Aber das Leben will manchmal einfach eine andere Richtung. Und wisst ihr, meine größte Intention hinter all dem, was ich hier mache, hier auf Instagram, in meiner Arbeit und so weiter, ist, dass ich mich als Daniela immer echter, immer wahrhafter, immer roher, immer verwundbarer euch gegenüber zeige und euch damit auch natürlich ermutige, auch für euch selber einzustehen. Dass wir anfangen, immer mehr Körper, diese Körperstimme, diese Körperintelligenz mit ins Boot zu holen. Denn ich weiß, dass die allermeisten von hier nicht unbedingt dieses Thema haben mit der Spiritualität, selbst wenn sie es vielleicht hinter versteckten Türen machen. Aber da seid ihr die allermeisten sehr, sehr offen und neugierig. Das allergrößte Problem, was die meisten, die mir folgen, und das darf ich sagen, weil es nämlich ja auch mein Thema jahrelang war. Was heißt jahrelang? Ich will mal sagen, 38 Jahre war das mein Oberthema überhaupt und ich werde jetzt 43. Also es ist noch gar nicht so lange her, wo ich mich diesem ganzen Körperthema wirklich geöffnet habe. Und genau dafür stehe ich, ihr Lieben. Und das war auch der Grund, warum ich dieses Live von heute Morgen 8 Uhr verschoben habe. So, jetzt gucke ich erstmal, wer da ist. Die Samara, Andrea, Silvia, Jess Meister, die Rosemarie. Rosemarie, jetzt schick mir mein Herzchen, ob du noch da bist. Die Rosemarie hat gestern Geburtstag gehabt, habe ich gesehen. Liebe Rosemarie, bist du noch da? Ich warte mal kurz, wenn sie noch da ist, dann mache ich was, was ich eigentlich sonst nicht machen würde. Aber ich glaube, die Rosemarie ist eigentlich im Urlaub in Österreich. Vielleicht hat sie kurz reingehuscht. So, ihr Lieben, hört ihr mich gut? Seht ihr mich gut? Könnt ihr mir da noch kurz ein Herz schicken? Genau, das wäre schön, ob alles soweit in Ordnung ist. Die Stefanie ist da. So, ihr Lieben, ich fange jetzt einfach mal an. Meine Stimme fängt schon an. Okay, Herzchen kommen, sehr schön. Also dieses Thema weiblicher Zyklus ist, glaube ich, einer der sensibelsten Themen überhaupt. Und gleichzeitig ist es für uns Frauen, aber auch für die Männerwelt so unglaublich wichtig, dass wir hier Verständnis, Heilung, Akzeptanz, Mitgefühl und noch so vieles mehr in dieses Thema hineinfließen lassen. Dass wir verstehen, warum wir Frauen so ticken. Dass die Männer verstehen, warum wir Frauen so ticken. Was auch ihre Aufgabe ist oder eben nicht ihre Aufgabe ist, wenn wir genau eben Monat für Monat in diesem Zyklus uns befinden und dass auch wir Frauen endlich verstehen, dass wir eine Urgewalt der Erde sind.
Du bist eine Urgewalt, eine Göttin der Urgewalt. In dir steckt die komplette Evolution. In dir steckt die komplette Erde. Hol dir mal dieses Bild hervor. Du bist die Erde, diese Urgewalt. In dir steckt die komplette Erde. Vulkane, Meere, Ozeane, Flüsse, Bäche, die Wüste, Wälder, alles, alles ist in dir verankert. Und wenn wir die Erde uns anschauen, hat auch die Erde einen Zyklus. Und das muss uns mal bewusst werden. Und diese Heilungswelle, was hier entstehen sollte, muss sich einfach global kollektiv ausbreiten. Wir müssen aus diesem aktiven Schmerzkörper, den jede Frau in sich trägt, wirklich Schritt für Schritt Heilung hineinbringen. Und wisst ihr, ich bin, und so vielleicht auch du, ich bin nicht groß geworden, wo ein Verständnis dafür war. Ich bin eher groß geworden, dass die Periode, also bei mir im Fall jetzt, eher so unter den Teppich gekehrt worden ist. Ich würde mal interessieren, wie bist du groß geworden? Hat man darüber geredet oder hat man es eher verflucht als, oh Gott, die arme Alexa hat jetzt auch ihre Periode, oh Gott, und so weiter. Oder ist es wie bei mir unter den Teppich gekehrt worden? Wenn du magst, schreib mal rein, wie man ja bei euch das einfach ja, praktiziert hat. Und das soll überhaupt kein Vorwurf an unsere Mama sein. Überhaupt nicht, denn sie wussten es ja auch nicht besser. Und sie wurden ja auch geprägt von ihren Müttern. Und die Mütter, unsere Omas, wurden wieder geprägt von unseren Großmüttern. Der springende Punkt ist, dass, und das will ich jetzt mal wirklich so behaupten, dass über Generationen, über Jahrhunderte, vielleicht sogar über Jahrtausende uns Frauen ganz bewusst die Kraft geraubt worden ist. Denn in jedem Zyklus, in jeder Blutung steckt ganz, ganz, ganz viel Kraft. Und wir müssen anfangen, ihr Lieben, und das ist jetzt erstmal ein Tipp an uns Frauen, an jede Einzelne. Wir müssen diese Lebenslüge entglauben, dass der Zyklus ein Fluch ist. Und es wurde vielen, vielen Frauen früher eingeredet. Und ich nehme jetzt nicht diese Naturvölker ins Beispiel mit rein. Von diesen Naturvölkern können wir uns, ja, da können wir so viel lernen. So unglaublich viel lernen. Was macht es mit euch, ihr Lieben? Ich sehe leider nicht, wer da ist. Was machen diese Sätze mit dir? Dass uns so eine gewisse Lüge aufgetischt worden ist, mit Sicherheit vielleicht nicht so bewusst, aber diese Lüge, die schwingt ja einfach in diesem Schmerzkörper Frau einfach mit. Und wie viele Frauen haben denn ihre eigene Macht abgelegt? Und wisst ihr, das Spannende ist, wir haben heute Neumond in Löwe. Und der Neumond in Löwe, das hatte ich gestern schon erzählt im Live, vielleicht warst du dabei, steht für unser inneres Feuer. Es steht dafür, dass wir unsere Lebensbühne wieder einnehmen. Es steht dafür, dass wir Lebensfreude, unsere Talente, unsere Fähigkeiten mit anderen Menschen teilen. Aber das können wir nur, wenn wir unsere eigene Macht wieder zurückerobern. Die Alexa schreibt, ich hatte Angst, als ich meine erste Periode bekam, hatte Angst, ich kriege Ärger von meiner Mutter. Das war sehr schlimm, war schlimm für mich. Wow, danke Alexa für deine Offenheit. Ja. Wow, es geht ganz tief. Ja. Wow. Berührt mich sehr, sehr stark. Ich bin
zu diesem Thema, zu diesem weiblichen Thema Zyklus, eigentlich erst richtig, richtig tief. Nicht wundern, ihr Lieben, ich habe hier wunderschöne Notizen gemacht. Mache ich ja sonst nie. Gestern Abend. Ich bin zu diesem Thema vor circa 9 Jahren gekommen. Wirklich tief, ich bin da richtig tief eingestiegen. Und zwar war der Grund meine mittlere Tochter. Und es ist so spannend, wo ich mich gestern vorbereitet habe, kam so auch mein ganzer Prozess wieder hoch. Auch die Erinnerung damals an Caro, an meine mittlere Tochter. Und ich bin wirklich gestern Abend ins Bett und hatte auf einmal solche körperliche Schmerzen, wie schon lange nicht mehr. Meine linke Schulter hat angefangen zu pochen, dieser ganze Arm hat gekribbelt, die ganze Gesichtsseite war voller Druck, voller Schwere und so richtig so, ob diese linke Gesichtsseite wie Art runterhängt. Und gestern Abend habe ich gedacht, oh, spannend, und bin ganz ehrlich, Mist, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Das war erst mein erster Gedanke, ich will hier morgen früh um 8 live gehen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich erhole mich relativ immer sehr schnell, wenn ich schlafe. Wenn ich gut schlafen kann. Und das ist ganz oft, wenn ich Schmerzen gehabt habe und ich konnte schlafen, war am nächsten Tag alles weg. Aber so war das heute Morgen nicht. Wir waren dann zwar um 5:30 im Wald, ist in unsere Runde gelaufen, es tat gut. Aber ich habe gespürt, nee Daniela, ich kann um 8 nicht live gehen. Und ich hätte jetzt 2 Sachen machen können. Die erste Sache, ich überhöre meine Körpersignale. Ich überhöre sie einfach, ich ziehe mein Ding durch. Oder ich spüre mich rein, frage ab, und so habe ich es wirklich gemacht, wann wäre die gute Uhrzeit, wann könnte ich live gehen, wo es auch für mich, für meinen Körper einfach stimmig anfühlt. Und so war es dann. Es war 11 Uhr und ich habe mich und meinem Körper in dieser Zeit wirklich sehr, sehr intensiv gewidmet. Und warum erzähle ich dir das? Es ist so unglaublich wichtig, dass wir auf unseren Körper hören. Und ich bin selbst gerade kurz vor meiner Blutung. Und ich gehe gleich nochmal näher darauf ein. Weil es gibt ja der weiße Zyklus, es gibt der rote Zyklus. Wir haben unterschiedliche Phasen während einem Zyklus. Und wenn wir uns immer mehr und mehr auf diesen natürlichen Prozess einlassen, können wir dann während der Blutung bewusster die Themen loslassen. Also wir reinigen uns ja jeden Monat. Und in meinem Fall war es so, dass ich heute Morgen dann auf die Nagelmatte gegangen bin, dass ich eine ganz, ganz intensive Fußmassage bekommen habe und ich dann gemerkt habe, okay, jetzt fließen die eingekapselten Emotionen, die sich auf der Körperebene so massiv gezeigt haben, jetzt dürfen dieser Rest, den ich vielleicht nicht sehen wollte, nicht fühlen wollte, auch all der Schmerz nicht fühlen wollte, jetzt darf es fließen. Aber man kann es einfach nur machen, wenn man Zeit für sich selbst nimmt. So, also, ich bin eingestiegen vor 8 Jahren und damals war die Person, die meine Welt dafür geöffnet hat, nicht eine Frau. Es war ein Mann. Und viele von euch kennen ihn. Bei mir war es der Robert Beetz. Wer von euch kennt Robert Beetz? Schickt mal ein Herzchen. Robert Beetz war damals mein Türöffner für meinen eigenen Heilungsweg meines Zyklus. Und er hatte damals einen Vortrag gehalten, oder war das ein Podcast? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo er über die Urvölker und über den weiblichen Zyklus geredet hat. Und ich fand das so, so heilvoll und erhebend. Und ich weiß noch, wie ich an seinen Lippenfesseln gesessen bin. Also für mich war das wie eine komplett neue Welt und vor allem von einem Mann.
Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, was er momentan so macht, weil ich bin da nicht mehr so auf dem Laufenden, aber ich bin ihm so unglaublich dankbar, dass er für mich einfach diese Welt, diese Tür geöffnet hat. Und damals hatte ich und der Ralf für die Caroline ein Fest organisiert. Wir haben den Zyklus, die erste Periode von der Caroline gefeiert. Wir haben Freunde eingeladen, ihre Freunde, Freundinnen von mir und so weiter. Und es war ein wunderschönes Periodenfest. Und das war so unglaublich schön. Und das kann ich wirklich, wenn du Töchter hast oder eine Tochter hast, dann feier es mit deinem Kind. Es war wirklich schön. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, wie gerade bei meiner Seite, bei meinen Freundinnen, zwei, drei dabei waren, wo das Ganze nicht wirklich verstanden haben, dass man das feiern kann. Und wisst ihr, dieses Gefühl, dass die Periode schwer sein muss, dass es schmerzhaft sein muss, dass es ein Fluch ist, das steckt in noch so, so vielen Köpfen, in den Körpern, aber auch auf der mentalen, emotionalen Ebene bei ganz, ganz vielen Frauen. Und vielleicht sollten wir alle, egal wie alt wir sind, eine Zyklusparty feiern. Ganz früher war das ja wirklich so, gerade die Frauen, die wirklich in Gemeinschaften gelebt haben, dass die zur gleichen Zeit ihren Zyklus bekommen haben und gleichzeitig wieder schwanger wurden. Und sie haben wirklich auch während der Blutung wirklich, das war ihr heiliger Raum. Da hatten auch keine Männer was zu verlieren. Das war ihr geschützter heiliger Raum. Zum Beispiel bei Neumond haben alle Frauen von dieser Gemeinschaft ihre Periode bekommen und zu Vollmond wurden sie schwanger, da wurde gefeiert, da waren sie anziehend, kraftvoll und so weiter. Und gerade wenn wir so diese, und ich glaube, das ist ja das auch, was uns Frauen so fehlt, oder? Wir spüren diesen Wunsch nach einer Gemeinschaft, besonders nach einer Frauengemeinschaft. Um diese Sinnlichkeit, diese pure Weiblichkeit, diese Gemeinschaft, diese Innigkeit, diese Verbindung untereinander wirklich ausleben zu können. Das Problem ist nur, wir haben es alle nicht gelernt, ihr Lieben. Wir haben es nicht gelernt, in einer Frauengemeinschaft wirklich liebevoll miteinander zu leben. Weil einfach, und ich weiß, ich nehme jetzt hier auch wieder Ausfaden, weil wir einfach teilweise zu viel Neid in uns spüren, zu viel Konkurrenzkampf, zu viel das Gefühl, die andere Frau könnte uns was wegnehmen. Das hast du und das habe ich. Das ist so schade, oder? Ja. Aber ich glaube ganz fest, dass diese neue Erde, dieses neue Bewusstsein uns da wieder hinführt. Dass wir wieder so Gemeinschaften erleben können, wo wir uns Frauen untereinander stützen, halten, uns aufblühen sehen können. Stellt euch mal dieses Bild vor, dass du als Frau von anderen Frauen so gestärkt wirst, so unterstützt wirst, dass du deine komplette Lebensbühne betreten kannst. Und hintendran hast du die ganze Kraft und Power von deiner Gemeinschaft, der Frauengemeinschaft. Ist doch schön, oder? Also ich finde dieses Bild sehr, sehr schön. Genau, wir kommen da noch hin. So ihr Lieben, aber jetzt würde ich mal kurz reden über die weibliche Energie, über die weibliche Essenz. Und wenn ich über diese weibliche Energie spreche, immer aus dem Kontext jetzt heraus, über dass du als Frau geboren bist. Okay, später rede ich kurz noch über die männliche Energie. Auch hier im Kontext, wenn du als Mann geboren bist. Also weibliche Energie, diese weibliche Essenz, sagt man, hat jede, also 80% der Frauen haben diese wirklich, diese weibliche
weibliche Essenz. Es gibt auch Frauen, die mehr diese männliche Essenz in sich tragen. Und was mir auch ganz wichtig ist hier, wenn ich jetzt hier von Beziehungen Mann-Frau rede, zählt es das Gleiche wie Mann-Mann, Frau-Frau, Frau-Mann, Mann-Frau. Also da mache ich keine Unterschiede, okay? Aber mir ist es einfach, ich möchte das nicht jedes Mal betonen müssen, weil ihr wisst ja diese Welle, was jetzt gerade umgeht. Und ich will da einfach aussteigen. Also wenn ich über Beziehungen rede, dann rede ich immer allgemein, hier ist es immer gleichberechtigt. Okay, aber irgendwie muss ich es ja benennen. So, weibliche Energie, diese weibliche Essenz. Beobachte mich mal, wie rede ich? Wenn ich rede, ich tue ganz oft meine Mimik verändern. Ich habe fließende Bewegungen. Die Nuancen in der Stimme spürst du. Diese Energie von dieser weiblichen Stimme, die dringt in einen hinein. Das ist, wenn du sprichst, das ist, wenn ich spreche, wenn andere Frauen sprechen. Diese Stimmlage, diese weiche Stimmlage, aber auch auch teilweise klare natürlich, aber diese Stimmlage, diese Nuancen haben eher diese Energie der Liebe, der Geborgenheit, dieser Offenheit, also dieses ich empfange dich, komm, ich empfange dich, ich lade dich ein. Und diese weibliche Energie, die wir in uns Frauen tragen, ist keine starre Energie. Sie ist eine bewegliche Energie. Wir sind, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Erde. Wir bewegen uns. Wir sind fließend. Du bist ein leuchtendes, strahlendes Wesen, das aus dir innen heraus. Du strahlst aus dir von innen nach außen heraus. Und das kommt am meisten zur Geltung, wenn du Dinge aus der Liebe tust. Das heißt, wenn du Dinge aus der Liebe tust, sei es, du tust deine Blumen gießen, du bereitest ein Essen aus Liebe, du bereitest ein Essen aus Liebe heraus, du lächelst dein Kind ganz liebevoll an oder deinen Mann ganz liebevoll an. Wenn das alles aus dieser Liebe, aus dieser Essenz der Liebe herauskommt, dann strahlst du von innen heraus. Du kannst dein Strahlen gar nicht zurückhalten. Das ist diese weibliche Essenz. Und das, was ich dir wirklich mitgeben kann, und glaub mir, das, was ich dir mitgebe, auch ich darf mich immer wieder daran erinnern. Aber wir müssen anfangen, die Dinge wirklich aus der Liebe heraus zu praktizieren und diese Macht dahinter zu sehen, was wir mit dieser Liebe, mit auch dieser Live-Talk hier, da steckt so viel Liebe von meiner Seite drinnen, weil mir dieses Thema so unglaublich wichtig ist. Genau. Und wisst ihr, was so unglaublich wunderschön ist, wenn du als Frau Dinge aus Liebe tust, spürt das dein Mann. Es wird ihn auf einer ganz tiefen Ebene berühren. Wenn du dein Kind zärtlich anschaust und der Mann, dein Lebenspartner, vielleicht dein Papa, oder egal welche männliche Energie neben dir ist und es beobachtet, auch ein fremder Mann, es wird diesen Mann berühren. Es erinnert ihn daran, für was er da ist. Was macht das mit euch? Für uns Frauen ist aus der Liebe heraus zu agieren, bedeutet es immer, irgendwas Sinnhaftes zu tun. Es verleiht uns Frauen Sinnhaftigkeit und bringt uns Frauen in unsere Kraft. Also fang an, überleg, wo kann ich noch mehr Liebe hineinstecken?
Wo halte ich meine Liebe noch immer noch zurück? Und ich weiß, dass Liebe, gerade auch in dieser spirituellen Szene, immer so ein bisschen, ja, kitschig klingt. Aber wisst ihr, Liebe ist Liebe. Liebe bezieht alles mit ein, sogar die kitschige Seite. Ja. Lasst uns mal kurz auf die männliche Energie. Also, wenn, ich weiß, hier ist jetzt gerade kein Mann, aber vielleicht gibt es irgendwann mal einen Mann, wo dieses Live anguckt, oder vielleicht hast du einen Mann, wo es vielleicht interessant wäre, keine Ahnung. Aber es war mir einfach wichtig. Also, wenn ich jetzt über diese männliche Energie rede, über diese männliche Essenz, ist das eine ganz andere Essenz als die weibliche Essenz. Und das müssen wir wissen. Eine männliche Essenz ist klares, reines Bewusstsein. Es ist analytisch, es ist kraftvoll, es ist durchdringend. Ein Mann, der in seiner Essenz lebt, der ist durchdringend. Der hat einen Plan, der geht von A nach B. Er gibt uns Sicherheit. Es ist wie so ein Fels in der Brandung. Und wir Frauen können uns an dieser männlichen Essenz anlehnen. Es ist wie so unser Rahmen, dieser männliche Rahmen, der uns Sicherheit gibt, wo wir fließen können. Und wisst ihr, bei uns Frauen bewirkt diese männliche Essenz, also ein Mann, der wirklich in seiner Kraft steckt, bewirkt es eine Öffnung. Diese Energie von dieser Männer, also diese Energie von diesem Mann oder von dieser Männer, diese Männerenergie, bewirkt, dass wir uns Frauen öffnen können. Und wiederum können wir dann in unser kraftvolles Leuchten hineinsteigen. Wie hört sich das an, ihr Lieben? Wenn wir anfangen, als Mann und Frau diese kollektive Wunde zu heilen, erlauben wir jeweils dem anderen Geschlecht immer mehr sich selbst und seiner wahren Natur zu leben. Es ist so, als ob Mann und Frau anfangen zu tanzen. Wir spielen unterschiedliche Melodien, ja, aber diese Melodie, die wird eins. Sie wird eins. Und wenn du jetzt sagst, ja, Daniela, ich habe aber keinen Mann, das spielt keine Rolle. Du hast männliche Erfahrungen, du hast mit Sicherheit schon irgendwelche Erfahrungen gehabt, auch Erfahrungen durch deinen Papa. Du könntest dich mal fragen, okay, wo darf da noch Heilung passieren? Wo habe ich vielleicht meinen Papa, meinen Bruder, meine Ex-Partner, meinen jetzigen Partner, meinen Ehemann, wie auch immer, ein normaler Freund, wo habe ich diesem Mann nicht erlaubt, in seiner männlichen Präsenz zu leben? Und umgekehrt natürlich auch, ihr Männer. Wo habe ich all diesen Frauen nicht erlaubt, in ihrer Weiblichkeit zu sein, in dieser göttlichen Urgewalt? Und wisst ihr, für die Männer ist es, ganz ehrlich mal unter uns, für die Männer ist das nicht unbedingt so einfach, mit einer Frau zusammen sein, die wirklich anfängt, in dieser göttlichen Urgewalt zu sein. Weil ein Mann will, ist analytisch, er will einfach, er will dir ein Rezept geben, was du machen sollst dann. Und es ist ja gar nicht böse gemeint. Aber in dem Moment brauchen wir das Ganze ja gar nicht. Aber da gehe ich noch drauf ein. So, ihr Lieben, ist das spannend für euch? Wer ist denn noch da? Irgendjemand ist noch da. Wer ist denn noch da? Gebt mal ein Lebenszeichen, ihr Lieben. Eine Frau, jetzt gehen wir mal wieder auf die Frauen. Eine Frau, die anfängt, ihre weibliche Essenz voll und ganz zu leben. Kannst du dir denken, was sie ist und was sie nicht ist? Eine Frau, die ihre weibliche Essenz voll und ganz lebt, ist
kann sehr chaotisch sein. Und vielleicht erkennst du dich da in gewisse Lebensphasen wieder. Und sie tut eigentlich alles dafür, um nicht wirklich funktionieren zu müssen. Sie lässt sich nicht gern einengen. Und ich hatte dir ja vorhin schon dieses Bild gegeben, dieses Sinnbild der Erde. Du bist die Urgewalt von der ganzen Erde. Hügel, Meere, Wälder, Lüfte, Himmel, Flüsse, Wüste. Du bist ein Vulkanausbruch, der mal ruhig ist und der mal ausbricht. Du bist die Urgewalt der Erde. Die Erde schenkt uns Nahrung, so wie du auch. Sie gibt uns Geborgenheit, sie gibt uns Liebe, sie gibt uns Wärme und vor allem sie gibt uns ihre Präsenz. All das hast auch du in dir, damit du und vor allem andere um dich herum wachsen, aufblühen, gedeihen können. Und ich finde es so unglaublich schön. Und was uns auch immer bewusst sein muss, ist, wenn wir uns mit der Erde vergleichen, heißt es gleichzeitig, dass du nie gleich bist. Nie gleich. Eine Frau, die in ihrer Essenz lebt, gibt sich, und jetzt kommen wir zu unserem Zyklus, gibt sich ihrem Zyklus hin. Sie durchlebt diese sehr, sehr intensive Zeit. Sie geht in die Tiefe, sie durchlebt ihre Vulkanausbrüche, ihre Gefühlsausbrüche, ihre emotionale Achterbahn. Sie spürt gleichzeitig, wie kraftvoll und machtvoll sie ist und sie kann sehr explosiv sein. Sie gibt sich diesem Zyklus, diesem ganzen Zyklusprozess hin. Sie bekämpft ihn nicht mehr. Und jetzt könnte es natürlich sein und sagt, oh Daniela, ich bin da noch so weit weg. Könnte sein. Schritt für Schritt, meine Liebe. Schritt für Schritt. Und ich kann dir versprechen, wenn du dich für deinen eigenen Zyklus öffnest, wirst du Schritt für Schritt immer mehr zu dir finden. Und so viele machen Schattenarbeit und das ist wie Schattenarbeit, es ist Schattenarbeit. Jeden Monat haben wir Frauen die Chance, tief in unsere Schattenwelt hineinzutauchen und uns da wieder zu reinigen, indem wir loslassen. So, ich möchte, bevor ich jetzt in die einzelnen Zyklusphasen hineingehe, kurz noch einen Tipp an die Männerwelt geben. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Also liebe Männer, wenn deine Frau in diesen gewissen herausfordernden Zyklusphasen sich befindet, besonders vor den Tagen und während der Blutung, dann sei einfach ein Zeuge von all den Stürmen und Vulkanausbrüchen, die deine Frau gerade erlebt. Ja? Sei der Beobachter. Sei wirklich wie so ein Zeuge, ein Stauner, der nur staunen kann, was für eine Urgewalt deine Frau ist. Ich weiß, es kann herausfordernd sein, aber wart ab. Also beobachte dieses Schauspiel. Nicht analysieren, nicht beraten, nicht coachen wollen. Ganz, ganz wichtig für euch Männer. Nicht retten wollen, bloß nicht, nicht retten wollen. Und nicht helfen wollen. Und vor allem, ihr lieben Männer, steigt bitte nicht in das Drama der Frauen mit ein. Nicht in das emotionale Drama mit hineinsteigen. Bleib draußen. Das, was du machen kannst, ist sie einfach nur zu halten.
mit deiner kraftvollsten, männlichsten Präsenz. Sei einfach nur da, wirklich mit deiner männlichen Energie. Und wenn du merkst, oh, jetzt wird es ein bisschen schwer, dann atme. Atme tief ein, aus und halte sie einfach nur, wenn sie es will. Einfach nur in den Arm nehmen, einfach nur, wirklich nur für sie da sein. Mehr brauchst du nicht. Und ich weiß, die meisten Männer, weil sie halt einfach so ticken, wollen dann einfach helfen. Aber du kannst in dem Moment nicht helfen, außer du bist für sie da. So. Ihr lieben Frauen, für euch habe ich es ja schon gesagt, Tipp an uns Frauen, das habe ich ganz am Anfang gesagt. Entglaube die Lebenslüge, dass es ein Fluch ist. Steige aus diesem Schmerzkörper Stück für Stück aus. Und sehe deinen monatlichen Zyklus eines als der größten Geschenke, die dir die Natur gegeben hat. Feier es von mir aus jeden Monat. Zelebrier es. Und da möchte ich jetzt ein bisschen kurz auf die einzelnen Phasen eingehen, dass du auch so ein bisschen so diese Energie dahinter einfach weißt. Also, vor der Blutung, also vor den Tagen, kann es sein, dass du sehr emotional reagierst, dass du vielleicht sogar in die Tiefe gezogen wirst. Kämpf nicht dagegen an, sondern lass dich in diese Tiefe mit abtauchen. Wage den Schritt, habe den Mut, wirklich in diese Tiefe hineinzufallen. Und ich weiß, dass viele Frauen Angst haben, da nicht mehr herauszukommen. Aber dieses in diese Tiefe hineinfallen bedeutet gleichzeitig Heilung. Sich öffnen, diesen Kampf zu beenden, diesen monatlichen Kampf zu beenden, kann viele, viele weitere Türen für dich öffnen. In dieser Zeit, also vor den Tagen, solltest du so wenig wie möglich arbeiten. Versuch dich so viel wie möglich hinzulegen und Zeit für dich zu nehmen. Also wirklich viel, viel ausruhen. Nur so viel körperliche Tätigkeit betätigen, was dir auch wirklich gut tut. Ich weiß, wir leben in einer Arbeitswelt, wo das vielleicht nicht immer so möglich ist. Aber schau mal, dass du wirklich jegliche Möglichkeit dir nimmst, vor den Tagen dir so viel Ruhephasen wie möglich einzubauen. Versuche auch in dieser Zeit nicht zu viel im Kopf zu sein. Also wirklich hinlege, Beine hoch, ausruhen, dir es wirklich erlauben, dass all deine Sinne sich erholen können. Energetisch, mental und im Bewusstsein auf der Körperebene findet jetzt schon eine Reinigung statt. Das heißt, in dieser Zeit erneuern wir uns immer wieder und wir lassen uns jetzt schon voll und ganz auf diesen Prozess ein. Was ich auch, weil ich hatte es jetzt hier erst, was ich mich die letzten Tage ausgeruht habe, rückgezogen habe, in der Stille war, mich für meinen eigenen Prozess schon mal geöffnet habe. Und vielleicht möchtest du es dir auch einfach erlauben, jeden Monat dir diesen geschützten Raum zu kreieren. Und achte auch mal darauf, dass du in dieser Phase keine Verträge unterschreibst, zum Beispiel. Dass du in dieser Phase dir wirklich bewusst Menschen aussuchst, die dir gut tun. Ganz wichtig, treff dich nicht mit Menschen, wo du weißt, die ziehen dich runter. Mach wirklich Dinge, wo du weißt, sie geben dir Energie, sie bauen dich auf. Geh an den See, geh ins Wasser, leg dich raus in die Sonne und so weiter. So.
Jetzt kommen wir mit der Blutung. Okay? Also, ich rede jetzt in dieser Form, wenn du voll und ganz in dieser weiblichen Essenz, also wenn du deinen Zyklus schon angefangen hast, wirklich zu lieben, anzunehmen und so weiter. Und natürlich kann das auch variieren von Monat zu Monat, ganz klar. Aber diese Energie von der Blutung oder auch die Blutung selber, du wirst diesen Unterschied wirklich spüren. Das kann ich dir versprechen. Ich bin jetzt schon seit 3 Jahren wie sagt man denn dazu, eine freie Bluterin, also freies Bluten mache ich. Jedes Mal, wenn ich meine Blutung habe, benutze ich keine Tampons mehr. Und binden nur im äußersten Notfall, wenn ich gerade meine Periode bekomme, wenn ich jetzt auf einem Seminar bin. Aber selbst da habe ich schon wirklich nichts genommen. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, trainiert euch darauf hin, euch auf freies Bluten hin zu trainieren. So, wenn du Hand in Hand mit deinem Zyklus agierst, dann wird dieses Blut eine wunderschöne rote Farbe haben. Es hat keine Brocken mehr. Und ich weiß nicht, wie deine Blutung ist. Beobachte dich mal und finde mal auch, wenn du dich diesem ganzen Zyklusprozess hingibst, wie verändert sich deine Blutung? Und umso roter, umso klarer, umso kraftvoller dieses Blut ist, ist es auch für dich, sag mal, ein Indiz, dass du immer mehr und mehr aus dieser kollektiven Wunde hinaussteigst. Du blutest zyklisch, also in Wallungen, und das kann ich zu eins bezeugen. Dadurch, dass ich ja frei blut, spüre ich, wann diese nächste Wallung an Blutung kommt. Und es ist wirklich wie der nächste zyklische Schwung der Blutung, wo rauskommt und dann hört es wieder auf. Und wenn wir uns darauf hin trainieren, spüren wir, wann der nächste Schwung an Blutung kommt. Und wisst ihr, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Es ist so ein unglaubliches, schönes Gefühl, dies spüren zu können, weil du in dem Moment mit deinem Körper kommunizierst. Du verstehst ihn. Du spürst, oh, jetzt. Und dieses rote Blut, weil ich hatte auch immer ganz komische Blutungen früher. Klar, ich hatte jahrelang Tampons benutzt. Ich hatte mich komplett verstopft. Wir dürfen dieses auch energetisch nicht unterschätzen, was Tampons mit uns machen. Es verstopft unsere Energie. Und diese Kommunikation und dieses freie Bluten ist eine, für dich als Frau können das Welten erneuern und ein komplett neuer Zugang zu dir erschaffen. Also, was habe ich denn da noch stehen? Viele sind ja geprägt von, dass die Blutung, die Periode schmerzhaft, krampfhaft sein muss. Wenn du dich öffnest, wenn du dich deiner Weiblichkeit, deiner Verwundbarkeit, deiner Liebe zu dir und für das, was du ja auch gemacht bist, erinnere dich dran, diese weibliche Essenz steht für Liebe, für Offenheit, für Geborgenheit. Und wenn du anfängst, das in deinem Leben zu kultivieren, auszuleben, werden diese Krämpfe, diese Schmerzen ja schwächer und schwächer und schwächer. Und sogar, ich will sogar behaupten, sie können sogar verschwinden. Weil du eins wirst mit deiner Gebärmutter, mit deiner Eierstöcke, besonders auch auf der energetischen Ebene. Und wisst ihr, gerade unser Unterbauch, Gebärmutter, Eierstöcke, Genitalien und so weiter, haben auch ganz viel
mit unserer Sensitivität zu tun. Und vielleicht deckelst du auch hier deine Sensitivität. Vielleicht deckelst du unter anderem auch immer noch, und das hatte ich auch ganz am Anfang gesagt, diese Urgewalt an göttlicher Energie in dir. Du hast diese Sensitivität. Du bist diese Wilde, diese Zarte. Du bist diese Explosive. Du hast so viele Aspekte in dir. Und solange wir versuchen, diese viele unterschiedlichen Urgewalte in uns zu deckeln, kann es sein, dass ich eben diese Periode einfach als krampfhaft und als schmerzvoll sich immer wieder uns zeigt. Ich habe ja drei Fliegen um mich herum. Also, ihr Lieben, mit jeder Blutung, und das ist das Schöne, lässt du es zu, dass du dich jedes Mal erneuern wirst. Lässt du es jedes Mal zu, dass Themen in dir geheilt werden. Das heißt, durch jede Blutung, vor der Blutung kam ja dein Thema an die Oberfläche. Das ist diese emotionale Urgewalt, auch mir gefällt einfach dieses Wort, diese Vulkanausbrüche, all das holt ja dein aktuelles Thema nach oben. Darum ist es ja auch so wichtig, dass wir in die Tiefe gehen, damit wir unser Thema erkennen. Und mit der Blutung lassen wir los. Wir lassen einfach los. Es ist so wie so ein kleiner Tod, dass wir sterben, um was Neues zu kreieren. Und in dieser Phase kann es sein, dass du einfach ein bisschen blass bist. Kann schon sein. Sowieso. Es steckt auch so viel, ganz viel Weisheit dann da drinnen. Also es öffnet sich so eine Weisheit in dir, wenn du dich deinem Prozess voll und ganz hingibst. So, die Phase des Eisprungs ist so unser Frühling. Wir sind hier noch nicht wirklich in der Umsetzung, allerdings kreierst du schon in deinem Innersten. Also du spürst neue Impulse, neue Ideen, was für ein Leben du, oder ja, welches Leben durch dich geboren werden soll. Also du hast auf einmal so neue Ideen, vielleicht neue Projektideen, neue Ideen für, keine Ahnung, wie du deine Wohnung umstellen willst, oder, also da ist alles offen, du spürst in dir, durch dich will in dieser Phase was Neues geboren werden. Also es ist so, ob dein kreativer Prozess jetzt aktiviert wird. Deine Haut wird wieder rosiger, wieder roter, farbiger und du wirst wieder mehr Energie bekommen. Du strahlst, und das ist das Schöne, und das spür mal in dich hinein. Wenn wir so kurz vor unserem Eisprung sind, dann strahlen wir so eine kindliche, naive Ausstrahlung aus. Also ich liebe sie. Und falls du ein Thema hast mit Kindlichkeit, mit Naivität, mit Verspieltheit, dann unbedingt es wieder in, ja, diese Seelenaspekte wieder in dein Feld kommen lassen, weil diese Energien, die sind so wunderschön. Und wir dürfen es uns erlauben, eben auch diese Aspekte von unserer Urgewalt auszuleben. Diese verspielte, diese kindliche, diese naive. Genau. In dieser Phase wirken wir sehr erfrischend. Sehr, sehr erfrischend. So, dann lass uns zu der Phase des Eisprungs kommen. Und ihr könnt euch ja schon denken, was das ist. Hier bist du empfangsbereit. Dein Geruch, dein Schweiß verändert sich. Dein Vaginalausfluss wird so weißlich zäh. Und es ist total spannend, ihr Lieben. Beobachtet das mal. Wie ist euer Vaginalausfluss jetzt? Wie ist er jetzt? Und ist er eher so süßlich? Und macht es wirklich mal? Ich weiß, da ist die Hemmschwelle sehr, sehr groß. Aber fühlt mal euer Vaginalausfluss. Ist er eher zäh?
Also C ist mega weißlich, riecht er süßlich oder ist er eher so abstoßend? Und auch hier, umso intensiver du in deinen weiblichen Zyklus hineinsteigst, umso anziehender ist dir der Vaginalausfluss auch für dich und vor allem auch für die Männerwelt. Also du wirst oder du bist in dieser Zeit ein Anziehungsmagnet. Ein Anziehungsmagnet. Hier leuchtest du, hier strahlst du, deine Haut leuchtet, die Haare werden wieder besser, deine Haut ist in dieser Phase besser und hier ist vor allem auch die Erntezeit. Also der Eisprung nennt man auch die Erntezeit. Hier können wir Verträge unterschreiben. Wie jetzt in unserer Phase wäre der beste Zeitpunkt, zum Beispiel unser Haus zu verkaufen, weil das steht ja bei uns auch an. Ich sollte nie unser Haus verkaufen, jetzt in dieser Phase. Nicht gut, nicht gut. Hier kannst du wirklich, hier hast du Energie, um Dinge umzusetzen, Projekte umzusetzen. Egal was ist, du hast hier einfach so eine große, kraftvolle Manifestationspower. Also hier geht es wirklich darum, Dinge wirklich umzusetzen. Und es wird dir leicht fallen. Und jetzt wirst du schon vielleicht auch schon merken, so, okay, die verschiedenen Phasen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und was kann es vielleicht, beziehungsweise ich muss andersrum sagen, kann es sein, dass du vielleicht gerade dich in einer Phase befindest, wo du vielleicht eher Rückzug und Ruhe bräuchst, aber du voll in der Aktivität bist und dann spürst du, irgendwie komme ich nicht in meine Power, irgendwas fühlt sich falsch an, ich fühle mich vielleicht auch fremdbestimmt. Und wirklich, ihr Lieben, das ist so eine große Herzensangelegenheit. Öffnet euch für eure Weiblichkeit, für euren Zyklus. Die Water is live, Laura. Was ist, wenn man mit 30 Jahren immer noch keine Regelmäßigkeit im Zyklus hat? Meine Liebe, das sind relativ viele, viele Frauen. Unregelmäßigkeiten im Zyklus, keine Periode und so weiter. Und ich weiß nicht, wann du eingestiegen bist in diesem Live, aber da kannst du ganz, ganz viel mitnehmen. Dieser weibliche Zyklus beinhaltet immer auch, wie sehr ich mich als Frau, als Mensch wirklich annehme. Es beinhaltet wirklich, bin ich bereit, diese Urgewalt an weiblicher Kraft wirklich in Besitz zu nehmen. Es steckt natürlich auch ganz, ganz viel noch nebendran natürlich eine Rolle. Zum Beispiel weiß ich auch, dass Ernährung zum Beispiel eine ganz, ganz große Rolle dahinter steht und so weiter. Aber da könnten wir, wenn ihr das wollt, nochmal einen separaten Talk machen, was man wirklich noch unterstützend. Machen kann, wenn wirklich so dieser weibliche Zyklus ausfällt. Aber ich überlege jetzt gerade laut andersrum, habe ich hier in diesem Talk so unglaublich viel gesagt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann du eingestiegen bist, meine Liebe, aber hör dir mal diesen Talk an und dann können wir gerne, gerne nochmal drauf eingehen. Auch wenn ihr Fragen habt, wenn offene Fragen sind und so weiter. Würde ich sagen, oder? So machen wir das. Und vielleicht, jetzt kommt nämlich noch was, vielleicht unterstützt dich das auch noch einfach dazu. Wir haben ja heute Neumond, Neumond in Löwe. Aber jetzt generell, jede Mondphase bringt eine gewisse Energie mit. Und ich glaube, du könntest mir zustimmen, dass
dass ich sage, dass der Mond auch zyklisch ist, oder? Ohne Mond gäbe es uns gar nicht. Erst durch den Mond wurde die Erde und die Sonne, also diese Dreierkonstellation spielt so eine große Rolle. Erde, Sonne, Mond. Und dieser Mond hatte, ich finde es einfach so unglaublich, diese ganze Mondgeschichten, diese Mondtheorien, Mythologie und so weiter ist eine ganz, ganz unglaublich faszinierende Sache. Also ja, man sagt zum Beispiel auch zur Mondin, das ist die Fruchtbarkeitsgöttin. Und wenn wir uns nach dem Zyklus Mond auch anpassen, genauso wie unser Zyklus, dann wirst du merken, wie sich dein weiblicher Zyklus einstellt. Es gibt zwei Zyklusarten und ganz von vorab, kein Zyklus ist besser oder schlechter. Also es gibt der weiße Zyklus und es gibt der rote Zyklus. Sie haben nur eine andere Energie. So, wenn du jetzt in keiner der beiden Zyklus du dich befindest, ist das nicht schlimm. Umso mehr du dich mit deinem eigenen weiblichen Zyklus befasst, die Schmerzthemen dahinter dir anschaust, die Schattenthemen anschaust, umso mehr kommst du in deinen eigenen weiblichen Zyklus hinein. Und je nach Lebensphase, wo du dich befindest, kannst du mal in den weißen Zyklus hineinrutschen oder in den roten. Ich momentan bin gerade beim weißen Zyklus, bei der Neumondin angelangt. Und der weiße Zyklus steht für Neubeginn, es steht für Kräftebündeln, es steht für Wachstum, es steht unter anderem auch für Aktivität. Und wenn du dich in diesem weißen Zyklus befindest, also deinen Zyklus bei Neumond bekommst, dann bist du in dieser Energie vom Neumond. Also du hast diese Energie, du wirst jetzt Stück für Stück mit der Sonnenenergie aufgeladen. Du bekommst immer mehr und mehr Energie durch die Sonne, weil die Sonne ja den Neumond jetzt dann anfängt anzustrahlen. Also du gehst dieselbe Reise wie die Mondin jetzt ein. Du bist in einer sehr aktiven Phase, denn, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, denn du lädst dich immer mehr mit der Sonnenenergie auf. Die Neumondin ist sehr stark mit der Manifestationskraft verbunden. Also, ihr Lieben, sowieso, jeder Neumond dient immer für Neuausrichtung, ob du jetzt deinen Zyklus hast oder nicht. Aber wenn du noch deinen Zyklus hast, warum denn nicht spätestens dann nicht die Neumondin mit einbeziehen? Es macht für mich überhaupt keinen Sinn, diese Energien von dem jetzigen Neumond nicht einzubeziehen. Besonders dann, wenn du deinen Zyklus jetzt hast, deine Blutung bekommst. Ihr wisst, ich bin eine Liebhaberin, ich bin ein Fan von den verschiedenen Mondphasen. Weil jeder Neumond, jeder Vollmond und auch die Phasen dazwischen, aber das wird zu weit gehen, gibt uns eine Möglichkeit. Neumond dient immer zur Neuausrichtung. Immer. Sehr schön. Also, wenn du zu Neumond deinen Zyklus hast, deine Blutung hast, dann bist du fruchtbar zu Vollmond. Wenn du deine Blutung, deinen Zyklus zu Vollmond hast, dann heißt das, du hast den roten Zyklus. Und der rote Zyklus hat eine andere Energie. Es hat die Energie von Ruhe, von Innenkehr. Dieser rote Zyklus hat diese Energie von dem Zugang zu deiner Weiblichkeit. Das heißt, du hast einen tieferen Zugang zu deiner weiblichen Kraft, zu deiner Sexualität. Themen können
massiver an die Oberfläche kommen, bezogen auf Sexualität, auf Weiblichkeit. Also diese Öffnung findet in dieser Phase noch mal mehr statt. Es kann auch sein, dass du spirituelle Prozesse gerade in dir sehr, sehr stark aktiviert werden. Wenn du zum roten Zyklus, also wenn du zur Vollmondin deinen Zyklus bekommst. Ich finde es total spannend. Und wie gesagt, es ist mir total wichtig. Das eine ist nicht besser als das andere. Vollmond dient immer dazu, um Innenkehr, Stille, Kurskorrektur, wo will ich hin? Und je nach Lebensphase, wo du dich befindest, kannst du von einem weißen Zyklus in einen roten Zyklus rutschen. Absolut. Wenn du auf einmal dieses Gefühl hast, oh, ich möchte tiefer in diese Weiblichkeit hineintauchen, ich möchte meine Themen mit der Sexualität, mit dieser Wunde Sexualität heilen, dann kann es wirklich sein, dass du von diesem weißen Zyklus in diesen roten Zyklus hineinrutscht. Ich bin vor 3 Monaten vom roten Zyklus in den weißen Zyklus hineingerutscht und es macht für mich komplett Sinn, weil wir ja komplett ein neues Leben gerade kreieren und lade wirklich egal was ist, alles in dein Leben hinein. Selbst wenn du in so einer Zwischending bist, das ist nicht schlimm. Es wird sich wieder einpendeln. Sobald du dich für deinen Zyklus, für die Energie deiner Urgewalt, deiner göttlichen Urgewalt dich öffnest, wirst du einen anderen Zugang zu deinem monatlichen Zyklus bekommen und du wirst den Mond mit einbeziehen. Genau. Ah, die Katrin ist da. Hi Katrin. Ja, ich habe vorhin die verschiedenen Phasen besprochen. Vor den Tagen, die Blutung, den Eisprung, also vor dem Eisprung und den Eisprung. Katrin, du hast heute deinen Eisprung. Du bist in deiner Schaffenskraft. Du kannst heute alles umsetzen. Du kannst alles umsetzen. Verträge unterschreiben, Projekte umsetzen. Du bist in deiner kraftvollsten Phase. Du bist in deiner Erntezeit jetzt. Alles loslegen. Du, wisst ihr, das Spannende ist, in dieser Phase von unserem Eisprung haben wir mehr Power als die Männer. Ist krass, oder? Aber was passiert, wenn wir vielleicht unsere Power verlagert haben während unserer Blutung, dann könnte es sein, dass wir während unserem Eisprung vielleicht nur die Hälfte der Kraft haben. Darum ist es so wichtig, dass wir immer mehr und mehr eins werden mit unserem Zyklus und vor allem es uns erlauben, uns wirklich danach auszurichten und danach zu leben, ihr Lieben. Lasst uns ein Fest feiern von unserer Weiblichkeit, von unserem Zyklus und lasst uns diesen Neumond, alle Mondphasen mit in unser Leben hineinnehmen. Und wenn du Lust hast, heute Abend findet eine Kakaozeremonie statt, Deep Moon 19.30 Uhr. Du kannst dich gerne noch anmelden und wir werden ganz tief in diese Neumond-Löwenenergie hineintauchen. Ja. Und wisst ihr, ich finde es so spannend, dass ich genau, mir war das vorher wirklich nicht bewusst, dass ich diesen Live-Talk, wo ich ihn angekündigt habe, genau an Neumond-Löwe stattfindet. Aber es passt so unglaublich, weil diese Energie fordert uns auf, wirklich uns voll und ganz auf unsere Lebensbühne einzunehmen. Und wie besser können wir es denn als Frauen machen, als nicht, dass wir unsere weibliche Attribute immer mehr und mehr anfangen zu leben, ihr Lieben. So, ich glaube, ich kann nicht mehr reden. Jetzt reicht's. Wie geht's euch? Oh, Water is Life. Laura, danke, das hilft schon mal sehr. Wunderschön, das freut mich, meine Liebe. Das freut mich. Ja,
Ich weiß gar nicht, wie lange ich live war, aber bestimmt eine Stunde. Oh ja, über eine Stunde war ich jetzt live. Wow, und einige sind immer noch da. Also, falls du Lust hast, sei gerne heute Abend bei Deep Moon dabei, 19.30 Uhr. Falls du keinen Kakao hast, wir zelebrieren das Ganze mit Kakao, mit der Pflanzenseele Kakao. Warum? Weil das unser Herz öffnet. Kakao hat eine große Wirkung. Es öffnet unser Herz für unsere aktuellen Themen. Kakao will unsere Themen nicht weghaben, sondern es öffnet unsere Themen. Wir geben uns voll und ganz für diesen wunderschönen Prozess hin. Und falls du keinen Kakao hast, dann bring einfach einen Tee mit. Die Energie schwingt sowieso mit. Darf ich fragen, wie viel es kostet bei der Kakao? Natürlich darfst du das fragen. 49 Euro. Genau. Sehr schön. Und ja, jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag. Danke, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, live dabei zu sein oder es dir vielleicht auch später im Nachhinein anschaust. Und ja, fühl dich einfach ganz, ganz lieb umarmt. Und ja, wisst ihr, auch das ist Neuausrichtung. Sind neue Gedanken, neue Impulse von meiner Seite nach außen geben. Es ist für mich wirklich meine Lebensbühne einnehmen, also dafür nach außen zu treten, für die Beziehung zu dir selbst. Dass du wirklich immer echter, immer wahrhafter, immer authentischer es dir erlaubst, deinen eigenen Weg zu gehen. Ja, so ihr Lieben. Fühlt euch umarmt und ja, bis dann.